Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die hier. Da war doch irgendwo ein Crawler, ne? Ja, da hinten. Ja, das ist hier richtig Crawler-Horde hier. Den ersten Hammer? Du bist auch selten nämlich, ne? Was ist denn im Briefkasten? Ein Buch? Ja, hat sogar ein Buch, aber ich kann es schon. Das ist ja echt ärgerlich. Wo waren wir? Genau, wir wollten erstmal nach Hause. Und also diese Pause zwischen da beim Blood Moon, die war ja echt krass lang. Also immerhin habe ich ja ein bisschen gewartet in der Zombie-Falle. Und dann bin ich auch noch rübergelaufen. Hab euch noch verabschiedet. Und auf einmal kommt doch noch welche. Das lag bestimmt an dieser Einstellung mit den 16. Den hatten wir schon. Ah, selbst hier gibt's Sleeper. Was ist das da vorne? Ah, ein Metfora. Gibt's einen Blutbeutel? Aber. Ah, dafür reicht das Knochenmesser noch. Gib mir mal das Gammelfleisch hier. Also ganz ehrlich, ey, also an dem Hundehaus, ey, da fühle ich mich nicht wohl. Und naja, wie ich es angekündigt hatte, ich habe das wieder auf 8 runtergestellt. Schade eigentlich, ich hoffe natürlich immer auf den Reifen. Säure ist Mangelware in 7 Days to Die. Alpha 20. Auch dafür mussten wir echt... Wir haben Reifen gekauft beim Trader, wir haben Säure gekauft beim Trader, um uns die Motorräder machen zu können. Ey, geil, Meister, haben wir schon mal das Rezept. Was wir aber auch demnächst dann kriegen. Ach Mist, ich muss ja noch weiter. Oh Gott, ich bin hoffnungslos überladen. Da gibt's dann auch noch mal ein bisschen Gammelfleisch. Ich hoffe ja, dass nichts mehr kommt. Ich hier so lang schleiche. Kann ich auch mal... Oh oh. Laufen. Das bringt auch nicht viel. Der ist natürlich diese scheiß Eisenrüstung. Aber naja, wenn ich mich noch nicht so gut verteidigen kann, dann bin ich lieber gut gepanzert. Komm, ich zerhack hier jeden Reifen, ey, falls ich doch vielleicht mal irgendwann dann Reifen kriegen sollte. Da ist ja ein Dreierstapel. Reifen! Bitte! Ach, scheiße. Naja, ballastlos werden hier. Ja, sauber, ey. 6 Bacon und Eggs. 1 können wir locker essen. Warte mal, wir legen erstmal ein bisschen ab. Was bunkern wir denn hier so? Hier dit zum Beispiel. Nee, den bunker ich woanders. Der ist zu wichtig zum Craften. Nägel, Papier, Knoche. Das war's für hier, ne? Und ich hab tatsächlich einen Rad bekommen. Ey, wie geil. Schon mal ein Rad. Honig, das hier und das. Goldrute, hier haben wir noch einen Samen. Sonst noch was? Ah, hier ist noch Mais. Ach ja, und natürlich das ganze Fleisch wieder. Ach, die Axt, die hauen wir natürlich sofort hier rein. Guck, hier kannst du gleich noch ein bisschen Eisen mit einschmelzen. Dann ballern wir da gleich noch ein bisschen Lehm rein. So, ein Ding. Mal schon mal ein paar Pfeile machen hier.
Ja, der Reifen, mega wichtig. Kommen wir so Ressourcen, ballern wir da rein. Die sowieso. Ah, drei Rohrbomben haben wir auch gefunden. So viele brauche ich nicht mehr. Nee, warte mal, Kohle war hier. Hier ist auch für einen Trader. Jetzt können wir ja mal unser Pistolenpaket öffnen. Und da war sogar eine Vierer drin. Und 100 Schuss. Das ist ja ziemlich cool, ey. Na komm hier, Alter, die Steinpfeile, die verschieße ich trotzdem. Das ist ziemlich nice, dass wir jetzt auch eine Pistole haben. Ich meine, wir hatten schon eine Zweier, aber das ist jetzt immerhin schon eine Vierer. So. So, so, so. Und so. Knochen brauche ich mal kurz. So, das ist fertig, ne? Da würde ich sagen, können wir nochmal Pflastersteine machen. Für den Bau. So natürlich. Sehr schön, die sind fertig. Machen wir dann gleich weiter. So, und dann haben wir noch einen Punkt bekommen. Den müssten wir jetzt aber so langsam mal auf Intelligenz geben. Wir müssen leider bis 4 hoch, damit wir die Werkbank bauen können. Oh, das dauert erstmal. Hier sind wir vom nächsten Punkt weg. 17.000. Naja, Holz haben wir auch noch nicht genug. Das müssen wir erstmal kurz abbrechen. Ich brauche noch ein paar mehr Rahmen. Gib mal 100 her. Und danach machst du ja wieder die. Und die. Ja, würde ich mal sagen, ab zur Zombie-Falle rüber. Weil wir haben nicht viel mit, ne? Dann nehme ich doch direkt Kaffee mit. Ich habe doch Kaffee gehabt, oder? Ja, sicher. Boah, zwei Kids ist mau. Ein bisschen haben wir ja noch, ne? Ja, komm, bei mir von dem Rest wenigstens mal ein paar Kids. Nö, besser als nix. Ist sie eigentlich geladen? Nee. Die ist aber scheiße, ey. Also, die ist richtig scheiße. Aber naja, besser als nix. So, Bob, der Baumeister, ist unterwegs. Ja, die müssen natürlich alle weg. Zwar schade um die Piken, aber naja. Hier sind schon mal keine. Fangen wir hier an.
Hier bin ich, ja, sexy Hexi. Und tschüss. Nein. Ist hier noch irgendwas kaputt? Nö, so weit nicht. Ah, ich kriege schön XP. Hä? Ach so. Er gradet die dann in Pflastersteine ab. Komme ich dann von denen zu Eisen? Oder brauche ich dann schon Beton? Das wäre ja scheiße. Ich will ja hier Eisen, Gitter haben. Da mache ich erst. Da muss ich aufpassen. Da machen wir erst weiter, wenn wir Eisen mal am Start haben. Nee, da will ich nicht extra über Beton gehen. Da will ich lieber gleich die Eisendinger. Tja, da müssen wir uns reinbauen. Können wir hier nicht die schönen Eisenpiken wegmachen? Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen den Block erwische, wo ich draufstehe. Komm ich nicht ran? Nicht im Ernst? Oh, das gibt's doch nicht. Ey, das ist ja mal voll scheiße. Ey Mann, wieso komme ich da nicht ran vor dir? Das ist ja wohl echt übel. Geht die weiter? Ah, doch, warte mal. Man muss nur richtig stehen. Ja, jetzt können wir hier runter. Ich wäre beinahe in den Pickel gelaufen. Die Seite haben wir auch noch nicht, aber wir kommen von da besser ran, ne? Vielleicht kriege ich die ja alle. Naja, noch gar keine. Da komme ich leider nicht ran. In die Pflastersteine gehackt. So, da hatten wir. Da sind wir einmal rum, ne? Genau, da haben wir schon abgegradet. Ja, Klauen haben wir, wäre so schön.
So, der ist noch im Arsch. So, sonst noch? Warte mal. Okay, den hätte ich jetzt nicht unbedingt reparieren brauchen. So, und hier kommen ja dann, also hier. Hier wird ja dann wieder zugemacht und dann sollen sie ja nach da wieder laufen. Und dann hier wieder raus. Und deswegen kommt hier eine Dart-Trap hin, die dann den Gang lang schießt. Das muss ich beim Bau unbedingt beachten. So, aber ich lasse es erstmal dabei, denn ich gehe jetzt schon mal zur Mine. Oh, ein Hase. Denn wir brauchen viel Eisen. Und wir sind hier noch nicht so tief. Es ist immer besser, wenn man das am Tag macht. Da ist unsere Mine. Schade, Fett habe ich natürlich jetzt nicht. Den müssen wir auf jeden Fall schnell noch wegmachen. Ich würde mal grob sagen, das hat gut geklappt. Leitern. Bin ich schon zu weit unten oder was? Komm, so ein bisschen runter gehen wir noch. Ich bin ja nun mal halt auch in letzter Alpha in der Mine gestorben. Nie nochmal machen. Hier schon Lobob-mäßig am fünften Tag gestorben sind. Oh, hier ist Stein angekommen. Kommt, den hat man noch angehackt. Ja, komm, ey, die zwei können wir auch noch runtergehen. Dann sind die leider weg. Thank you.
So, hier war noch Eisen, ne? Jetzt komme ich nicht hoch. Ich brauche Sand. Es geht schneller. Nein, nicht auf die Leiter. Ah, ist da weg. Das ist eine Horde. Die müssen unbedingt weg noch! Boah, hat er mir einen gegeben. Das ist kein sicheres Pflaster hier! Schön, jetzt mal meine ganze 762-Muni weggeknallt. Da kann ich aber jetzt nichts machen. Ey, ich brauch den Scheiß. Ich muss hier weitermachen. Dort war nochmal die Leiter angehackt. Ja, ich geb's zu, so ohne Fackeln loszurennen war jetzt schon wieder eine ziemlich dumme Idee. Wo ist denn der, den er eben angehackt hatte? Er hackt hier immer wieder einen neuen an. Naja, auch wenn es jetzt blöd ist, dann die Pike zu reparieren, aber das müssen wir jetzt für die Nacht machen. Wir brauchen wirklich Eisen en masse. Achso, ich wollte ja mal ausprobieren, wie viel sind sie mit dem Spaten? Okay, immerhin einer weniger. Im Arsch. Jetzt Zombies, lasst mich hier mal eine Nacht in Ruhe, ey. Ich brauch den Scheiß wirklich.
Da kommt was. Alter, ich sehe überhaupt nichts mehr. Hängt schon oben dran. Wie viel repariert er denn? Müssen wir jetzt wohl die ganze Nacht erstmal reparieren? Sonst gehen wir wieder drauf. Mann, ey, da verliere ich eben wieder mein ganzes Eisen. Da müssen wir auch noch wieder Mauern drum bauen und pieken, damit wir dann in der Nacht Ruhe haben. Unglaublich, ey. Na, ich denke mal, das wird zu langweilig. Ich mache hier für euch einen Cut. Ich werde jetzt die ganze Nacht hier reparieren, damit ich nicht draufgehe. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen. Hey Leute, da bin ich wieder. Und seid ganz leise. Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Der Zombie ist ungefähr so in-game vor einer halben Stunde weggewackelt. Ich habe dann auch nicht repariert, bis er weg war. Und dann habe ich repariert. Jetzt scheint da oben ein Wolf zu sein. Ja, und wenn das wieder ein Wag ist, wir sind ja hier leider schon mal einem Wag begegnet, also ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so niedrig. Ey, dann wird das ganz übel. Trau mich auch im Moment gar nicht, mich zu bewegen. Habt ihr gehört? Scheiße. Oh, 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 das wird übel, wenn wir gleich hochgehen. Ich will halt auch mich nicht vorher bewegen. Damit er vielleicht nochmal wegläuft ein Stück. Alter, es ist nochmal Hochspannung hier in den letzten 5 Minuten. Ich meine, wenn es ein normaler ist, dann müssten wir den kriegen, aber Alter, ein Wag, keine Chance wahrscheinlich. Wenn wir den Zombie hier hätten, dann wäre die schlecht. Der könnte den ablenken. Das ist immer so komisch, dass er manchmal hochgeht und manchmal nicht. Ich meine, das muss hier doch alles weg, aber... Ich habe so eine Angst. Der ist hier genau oben drüber. Eieiei. Ah, den krieg ich nicht weg. Auf keinen Fall.
mich doch hier mal runter, Mann. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wo war die Kohle? Da. Wir graben uns jetzt schon mal ein Stück Richtung Kohle. Auch wenn das ein bisschen dauert. Ziemlich genau südlich, ne? Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwie den Zombie hergelockt. Ja. Nein. Ich blick das nicht, warum er manchmal hochgeht und manchmal nicht. Jetzt mal ganz ehrlich hier, warum battlen sich denn hier nicht der Zombie und der Wolf? Gibt's doch gar nicht. Die haben sich verbrüdert. Er knurrt doch, dieser Scheißwolf. Komm mal her hier und mach den Zombie weg. Oder eben der Zombie den Wolf am besten. Bisschen Rune. Das ist ja jetzt ziemlich nervig, wa? Naja, der Zombie müsste eigentlich mal irgendwann aufhören. Jetzt hat er aufgehört. Da ist eben gerade wieder der Wolf rübergelaufen. Alter, ich hänge hier fest. Das ist ja unfassbar. Wie gesagt, ey, wenn ich wüsste, was das für ein Wolf ist, aber naja. Projekt geht hier weiter. Kann nur Ewigkeiten dauern. Ja, und da ist diese Folge hier am Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wie das hier mit dem Wolf und mir weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis denn und ciao.